Ja, herzlich willkommen zum dritten Panel hier aus Potsdam, aus dem wunderschönen, heute in Grün getauchtes Nikolaisaal. Wie mit dem Grün, das ist schon, glaube ich, ganz richtig bei dem Thema. Der Veranstalter hat es geschafft, der Kulturinvest-Kongress innerhalb kürzester Zeit sich selbst zu digitalisieren und diese ganze Veranstaltung umzuformatieren. Herzlichen Glückwunsch, das ist toll und gelungen. Dennoch haben wir das Privileg, hier real und physisch zu sitzen. Ich habe drei wunderbare Gästinnen und Gäste hier bei mir zu dem dritten Panel. Wir wollen heute in diesem Teil konkreter reden über das, was es heißt, wenn Kultur und Nachhaltigkeit mit Krise gepaart werden und gleichwohl in dieser Krise auch eine Chance vielleicht steckt, wenn wir über Transformation und Nachhaltigkeit reden im Verbund von Kultur, Klima und Krise und wollen das relativ praktisch machen. Ich möchte Ihnen die drei Kombatantinnen kurz vorstellen. Da ist zunächst Noscha Aubel. Sie ist Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend, Sport in der Landeshauptstadt und Klimanotstandsstadt Potsdam. Beigeordnete. Was sind Beigeordnete? Das sind ganz wichtige Leute. Auch wenn es das Wort eigentlich gar nicht anzeigt. Frau Aubel gestaltet die Kulturpolitik der Kulturstadt Potsdam. Sie hat zuvor in vielen kommunalen Institutionen gearbeitet. Sie weiß also, was sie tut und wir wollen uns Potsdam mit der Lupe genauer angucken unter der Fragestellung. Gerhard Grundl, er kommt aus Niederbayern. Sie werden das hören. Ich finde das extrem charmant. Er kommt aus Niederbayern, arbeitet aber als Abgeordneter in Berlin, wenn er nicht in Niederbayern arbeitet. Er ist nämlich dort für seinen Wahlkreis zuständig. Er ist kulturpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Vorstand der Kulturpolitischen Gesellschaft. Das klingt sehr gewichtig. Wir fragen nachher mal nach, was es mit dieser Gesellschaft auf sich hat. Ich habe geguckt, hat er Kulturaffinität? Ja, die hat er. Von 87 bis 97 war er Mitglied der Rockband Baby You Know. Können Sie sich daran noch erinnern, an die Zeit? Schemenhaft. Schemenhaft, ja. Ja. Ich habe sie versucht, Stücke zu finden bei den berühmten Streaming-Anbietern. Da müssen Sie noch mal nachlegen. Das hat mich wahnsinnig neugierig gemacht. Was haben Sie da gespielt eigentlich? Ich habe natürlich gesungen. Ach! Und ich kann mich schon noch erinnern. Das wäre ein extra Thema, dass es nicht auf Spotify zu finden ist. Das ist nicht unabsichtlich so. Ja, ja. Und dann hat dann die Haare so was? Nee. 80er. 80er Jahre. Will man vielleicht gar nicht mehr sehen, jetzt, wie Sie da. Also, ja. Naja, ich habe mich. Habe mich natürlich auch äußerlich verändert. Okay. Schön, dass Sie da sind, Herr Grundl. Und wir kommen gleich nochmal auf die grüne Politik zu sprechen. Wir hatten ja Herrn Habeck vorhin, aber da gibt es noch ein paar Nachfragen und die können Sie bestimmt beantworten. Zunächst aber die dritte im Bunde, Nathalie Driemeier, im Rahmen einer Weltklimatheater-Recherchereise, das klingt sehr kompliziert, in den Jahren 2013-14 untersuchte sie in Südostasien und Südamerika wie Theaterschaffende weltweit den anthropogenen Klimawandel in ihren Produktionen verarbeiten. Auch in ihrem Beruf als Dramaturgin und Ermöglicherin und als auch Autorin ist sie weit gekommen. Aus den Ländern des Südens ist sie schon lange zurück. Inzwischen Dramaturgin am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Die Fragen und die Themen sind geblieben, denke ich. Herzlich willkommen, Sie drei. Ja, konkret wollen wir reden. Ich würde dennoch gerne noch einmal anknüpfen an das, was Herr Habeck vorhin gesagt hat. Und Herr Grundl, Sie haben das Kind in die Welt gesetzt, jetzt müssen Sie dazu auch noch was sagen. In dem neuen Programm vom Herbst der Grünen Bundestagsfraktion, Green Culture Paper, werden zwei Institute genannt, die Künstlerinnen und Einrichtungen helfen sollen. Das eine ist das Culture Desk und das andere ist der Culture Fund. Erklären Sie uns, was das ist und was Sie damit wollen und wen das trifft. Das ist ja eine neue Idee. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Grünen relativ spät erwacht sind, was die Kulturarbeit angeht, aber sie ist jetzt da und vielleicht erläutern Sie das kurz. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Das Green Culture Desk ist die Möglichkeit, die Akteurinnen, Künstlerinnen, aber alle, die im Kulturbetrieb arbeiten, zusammenzubringen, als Helpdesk, als Monitoring und als Vernetzungsdesk. Und daraus ergibt sich dann die Notwendigkeit des Green Culture Fonds, der dann da ausgemachte Projekte finanziert oder mitfinanziert, dafür den Fonds. Gesetzt den Fall, nach der Wahl 22 sind Sie der Exekutive näher, als Sie es jetzt sind.
Was würde mit diesen beiden Einrichtungen geschehen? Würden sie die verinstitutionalisieren oder ist das tatsächlich ein Freiwilligenboard, eine gesellschaftliche Intervention, die aber ohne politischen Rückhalt sein wird? Also wie sieht das perspektivisch aus? Sie fangen sowas ja nicht an und dann sagen Sie, 22 machen wir was ganz anderes. Nee, wir haben ja für den Desk auch in diesen Haushaltsverhandlungen 5 Millionen vorgeschlagen, eine Summe vorgeschlagen, um damit zu starten, weil wir natürlich denken, das hat nicht Zeit, bis die Grünen, wer weiß, überhaupt in Regierungsverantwortung kommen würden, sondern das muss jetzt angefasst werden. Sie haben es gesagt, es ist zum Teil auch spät, also wenn man ins europäische Ausland sieht, ist da schon einiges auf den Weg gebracht worden. Aber ich weiß auch, in den Kommunen oder auch in den Ländern ist schon viel auf den Weg gebracht worden. Und auch hier die Vernetzung besser zu machen, dass man vielleicht... Oft sind die Institutionen da so, dass sie 50 Kilometer weiter nicht wissen, was das Best Practice an der anderen Stelle ist. Und um das aufzuarbeiten oder zu vermeiden, dafür braucht es den Green Culture Desk. Und wir wollen den Desk, würde ich sagen, schon institutionalisiert haben und den Fonds natürlich auch aus Bundesmitteln dauerhaft fördern. Was wird dieser Fonds konkret fördern wollen und wer hat Anspruch darauf? Ich frage das, weil natürlich viele Leute zuhören jetzt, die sagen, oh, da tut sich was Neues, da sind wir vielleicht dabei. Frau Driemeier, Sie werden ja vielleicht auch sagen, oh, interessant, sagt mir mal, komme ich in Betracht. Also für wen wäre das gedacht? Das kommt in Betracht für alle die, die ihre Kulturinstitution oder ihr Projekt klimafreundlicher aufstellen wollen. Also everybody. 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 Aber nicht um everybody's darling zu werden, sondern weil ich glaube, dass es einfach einen breiten Aufbruch braucht. Ich will jetzt nicht Fragen vorwegnehmen, aber man merkt ja, das kribbelt den Leuten auch unter den Fingern und das muss adressiert werden. Und natürlich sind die Grünen jetzt auch nicht die Ersten, die deutschen Grünen die Ersten, aber ich will jetzt den schwarzen Peter ganz bewusst mal in die andere Richtung schieben. Von der Bundesregierung kam bisher nichts. Ja, das überrascht Sie immer noch nicht. Ja, aber gut. Es überrascht mich nach 3 Jahren im Deutschen Bundestag nicht mehr so sehr wie am Anfang. Ja, ja, das ist eine Lernkurve, ja. Nicht die schönste, die man machen kann, aber so ist es halt. Ja, vielen Dank erstmal, Grundl. Ich würde darauf nochmal zurückkommen, aber jetzt mal den Spiegel sozusagen die andere Richtung. Frau Aube, Sie sind in Potsdam, in der Kulturstadt Potsdam. Ist die eigentlich noch Klimanotstandsgebiet oder ist das immer noch nicht? Ja, ja, das beruhigt mich. Okay. Mehrfach, also Corona-Notstandsgebiet, Klimanotstand, also Sie haben mit vielen Krisen zu tun. Dennoch habe ich den Eindruck, in Potsdam passiert viel und Sie sind im Aufbruch. Sie haben viele Initiativen angeschoben. Es tut sich eine Menge. Geben Sie uns mal einen Einblick in die Arbeit beziehungsweise das, was gerade passiert, auch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, Effizienz, Wandel und dergleichen. Gerne. Wir haben uns vor einiger Zeit, das ist noch nicht so lange her, nicht nur in Potsdam, ich habe das Gefühl, insgesamt auf den Weg gemacht, um zu schauen, wie kann auch Kultur einen wesentlichen Part spielen im Hinblick auf Klimapolitik. Und wir spüren das in Potsdam auch ganz real. Die Bürgerinnen und Bürger melden uns das zurück. Beispielsweise, Potsdam ist ja untrennbar mit Sanssouci verbunden. Da sehen wir die Auswirkungen des Klimawandels, des Baumsterbens, das Grundwasser sinkt ab. Bei uns im Kunst- und Kulturquartier Schiffbau Gasse, verdorren die Wiesen. Und wir haben uns natürlich gefragt, welchen Anteil kann Kultur dabei spielen? Und fußen das sozusagen auf 2 Säulen und sagen einmal, wie sind die Rahmenbedingungen von Kultur? Also was müssen wir verändern? Das geht so ein Stück weit in die Richtung, was Sie mit dem Fonds beschrieben haben. Also wie können die Kubaturen der Kulturhäuser nachhaltig und energetisch ausgestattet werden? Müssen wir beispielsweise für Outdoor-Formate, muss da jeder Kulturtreibende sein eigenes Equipment vorhalten? Oder können wir das nicht im Sinne eines Verleihs gemeinsam ausgestalten? Wie ist das bei Festivals? Das haben wir ja schon vor einigen Jahren gemacht und haben gesagt, wir wollen da kein Plastik mehr und haben ein Pfandsystem entwickelt. Ich glaube, das ist so der eine Bereich, den wir uns anschauen müssen. Was können wir als Kommune auf den Weg bringen? Wir merken aber auch sehr stark, dass sich unsere Kulturtreibenden auf diesen Weg begeben. Sie haben gesagt, konkrete Beispiele, zum Beispiel die Kammerakademie Potsdam, die hat sich der Initiative Nachhaltiges Orchester angeschlossen. Da gibt es ein Vorbild in Schweden, das Helsingborg Orchester. Und um wirklich zu gucken, was ist unser Anteil? Und da sind auch durchaus Dinge dabei, die kann man kritisch diskutieren, die sind auch schmerzhaft, um zu sagen, machen wir noch Auftritte, wo wir fliegen müssen? Oder sagen wir fahren nur noch grundsätzlich mit der Bahn?
Das ist, sind auf jeden Fall Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, also im Hinblick auf die Rahmenbedingungen. Die zweite Säule ist für mich, wie kann Kultur über ihre Inhalte den Diskurs bespielen. Da haben wir gute Erfahrungen mit unserem Artist-in-Residence-Programm, das wir auch zusammen mit dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung machen. Da hatten wir jetzt schon mehrere KünstlerInnen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, aktuell haben wir Sheila Heyman da, die sich auch mit der Schnittstelle zu KI auseinandersetzt, also ganz spannendes Thema. Wie können wir das bespielen? Und wichtig ist mir dabei, dass es, glaube ich, gerade der Kultur, der Kunst gelingen kann, Lust auf diesen Wandel zu machen, also dafür zu begeistern, so eine Verantwortungsgemeinschaft zu schaffen, die eine Schlagkraft entwickelt, die aber auch wirklich sagt, ja, wir wollen das und es ist nicht nur moralinsauer und wir müssen uns jetzt alles verbieten und alles wird schwer. Und also ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Chance innerhalb der Kultur, indem sie die Themenfelder besetzt. Haben jetzt mit dem Tanz beispielsweise angefangen, mit der Fabrik, einer Institution in der Schiffbauergasse, die haben erstmals ein Festival gemacht zu Kunst und Klima und das umgesetzt. Also da gibt es ganz viele Bewegungen, die, glaube ich, sehr gut ausstrahlen, aber wir müssen auch an die Strukturen ran. Und dafür braucht es am Ende des Tages auch Geld. Auch kommunales. Auch kommunales Geld. Ja. Bevor ich zu Frau Driemeier komme, sozusagen das Thema nochmal in der Nutshell am Hans-Otzi-Theater. Haben Sie den Eindruck, dass Sie das vorantreiben oder sind die Institutionen eher die Treiber, die sagen, wir wollen Veränderung, wir sind dabei, gibt uns Möglichkeiten, gibt uns Optionen? Wie ist da so die Diskussionslage in Potsdam? Ich würde sagen, es ist ein sowohl als auch, würde aber ganz klar die Kulturtreibenden im wahrsten Wortsinne als Treiber bezeichnen. Also die haben für sich erkannt, auch welche, wie wirkmächtig sie tatsächlich sind, wenn sie dieses Thema umsetzen. Und da versuchen wir wirklich gemeinsam zu schauen, wo können wir das entsprechend unterstützen? Wo gibt es einfach gute Ideen aus sich heraus? Und wo müssen wir helfen, Rahmenbedingungen zu schaffen, aber auch einen Input zu geben? Ja, Frau Driemeier, das Hans-Otto-Theater, das kennen viele, es ist architektonisch avanciert, es ist auffällig, es liegt am See, es ist ein tolles Theater. Aber Sie machen gegenwärtig ja alles gleichzeitig durch. Sie sind in einem, der Frage, wie spielen wir weiter? Können wir noch spielen? Mit wem können wir spielen? Welche thematische Schwerpunktsetzung sollten wir machen? Und Sie sind selbst als Haus auch eine Klimamaschine. Also auf mehreren Ebenen ist dieses Theater zu betrachten. Lassen Sie uns mal mit reingehen mit Ihnen zusammen und sagen Sie mal, an welchen Spielstätten Sie welche Themen gerade verarbeiten. Welche Themen? Also man muss dazu sagen, wir sind in der glücklichen Situation, gerade noch proben zu dürfen. Also im Frühjahr war ja wirklich das Haus auch geschlossen. Wir waren alle im Homeoffice und somit können wir uns mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Zum Thema Klima, also das ist sozusagen kontinuierlich ein Thema im Haus. Ich finde das ganz spannend. Ich habe mich mit dem Thema seit 2010 auseinandergesetzt und in dem Zeitraum war das noch sehr außergewöhnlich. Ich habe mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung kooperiert, mit dem Alfred-Wegener-Institut. Also sozusagen mit der Stadt Potsdam war ich immer verbunden, egal wo, ob ich jetzt in Bremerhaven, Bremen, Hamburg gearbeitet habe und so. Und man muss dazu sagen, dass das Thema Klima oder auch Nachhaltigkeit immer mehr einen Einzug hält bei uns im Theater. Es gibt eine interne Klimagruppe oder Nachhaltigkeitsgruppe, die sich trifft aus verschiedenen Bereichen, aus den Gewerken, aber eben auch aus der Dramaturgie, Verwaltung und so weiter. Und eine externe Klimagruppe, die sich in der Reithalle trifft oder hat sich getroffen und aufgrund des Coronas konnten wir uns jetzt erstmal nicht treffen. Wir werden das alle ins Online-Format verlegen. Somit kann in Potsdam oder am Hans-Otto-Theater auch sich verschiedene Leute, die zum Thema arbeiten, treffen. Fridays for Future, wir hatten auch Leute aus der Politik da, Leute vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, IASS und so, Dramaturgen, Schauspielern. Also wirklich das Thema des Austausches, das möchte das Hans-Otto-Theater sein. Ein Ort, an dem man sich treffen kann und austauschen kann zu der Thematik. Aber Sie haben, wenn ich es richtig sehe, auch thematisch ja Stücke dazu gemacht. Sie haben also auch sozusagen die künstlerische Verarbeitung sehr gefördert. Geht das voran? Machen Sie das weiter? Es war geplant, eine ganz tolle, große Produktion im Frühjahr des nächsten Jahres mit Frank Abt in der Reithalle. Und die mussten wir vieles andere in die nächste Spielzeit verlegen. Und Frank Abt und ich haben gesagt, okay, wir nutzen die Zeit. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, sich anderthalb Jahre auf ein Thema vorzubereiten? Und wir werden jetzt anderthalb Jahre recherchieren. Da geht es auch um die Themen sozusagen Fridays for Future, Nachhaltigkeit. Also wie gehen wir als Gesellschaft mit diesem Thema auch um? Weil es ist ja immer die Frage bei vielen des schlechten Gewissens. So, und dann, wie setze ich mich mit dem Thema auseinander? Was kann ich machen? Die Frage, und das wird in der Politik auch oft diskutiert, wie weit liegt die Verantwortung bei der einzelnen Person? Also muss ich alles wissen?
ist es richtig, dass ich auf der Probebühne das Licht ausschalte? Oder sagt der technische Direktor, nein, bitte nicht, die LEDs, wisst ihr, wie viel Energie die brauchen, bis die wieder hochfahren? Der Jugendclub kommt doch in einer Stunde. Oder kann man sozusagen bestimmte Angaben auch geben von der Politik oder bei einem Theater wie dem Hans Otto, in dem nicht jede einzelne Person alles alleine wissen und entscheiden muss, sondern wirklich einfach Angaben sind? So. Ich habe auch vernommen, dass Sie über das Theater hinaus so eine Art Arbeitskreis mit Wissenschaftlern, Bürgerinnen und Bürgern machen, ja. Theaterleuten. Was ist das genau? Ist es ein Diskussionskreis? Ist das ein, sollen da Impulse ausgehen? Werden da Papiere verfasst? Gehen Sie auf die Straße oder wie sieht das aus? Wichtig ist, dass wir uns einfach vernetzen, weil wenn ich das jetzt gerade höre, wir haben uns alle drei sozusagen vorher darüber noch nie ausgetauscht und ich denke gleich, oh, ich würde gerne danach nochmal sprechen, wie wir weiter damit umgehen. Und das ist so das Problem, dass ich oft das Gefühl hatte, ich stehe da irgendwie alleine und ich bin jetzt diejenige, die irgendwie bei den Sitzungen sagt, wir müssen doch dies machen, wir müssen jenes machen, bis hin zur Kantine, wir dürfen doch nicht ständig diese Pappbecher benutzen und so weiter und so fort. Aber man verliert so viel Energie, wenn man alleine für alles sich sozusagen einsetzt. Und deshalb braucht es diese Netzwerke. Und dadurch, dass ich sozusagen das immer alles in meiner Person, da gibt es ja noch viele andere, immer über meine Person lief und an, könntest du mir die Person sagen, gibt es Künstler zu dem Thema, habe ich gesagt, ich möchte, dass alle sich vernetzen und habe Bettina Jahnke gefragt, ob wir eben diese Klima-AG aufbauen können, ob wir uns irgendwie alle 2-3 Monate regelmäßig treffen können. Wir haben das dann mit so einem Speed-Dating haben wir angefangen und da saß auf einmal ein Schauspieler von uns neben einem Wissenschaftler vom PIC oder vom IASS, da saß jemand von der Politik und dass dadurch ein Netzwerk entsteht, das war jetzt ganz konkret, eine Produktion am Telegrafenberg, hatte trotz Corona Premiere und die haben sich da getroffen. Und dann denke ich, genau das ist es. Also das, was ich privat versuche, ich habe intensive Kontakte mit der Kulturstiftung des Bundes, mit Sebastian Brünger, mit dem Bühnenverein. Wir wollen ein Webinar aufbauen, in dem sich Theater informieren können, was kann ich machen, weil dann ruft mich jemand irgendwie aus Stuttgart an und sagt, du machst doch da schon was. Wie kann ich meinen Intendanten, meine Intendantin davon überzeugen, ich würde gern was machen? Und wenn man erstmal spricht, merkt man, dass in allen Bereichen des Theaters, nicht nur in der Dramaturgie, und das ist mir wichtig, Leute sind, die sich für das Thema interessieren, die sich engagieren und wenn wir uns zusammentun, dann können wir die Energie auch bündeln und gemeinsam was dran machen. Und dass das Hans-Otto-Theater in einer Stadt wie Potsdam, die ja wirklich so, ich nenne sie immer die Klimastadt, ich mache immer ordentlich auch Werbung bei allen Konferenzen für Potsdam, ich meine, das ist das Zentrum sozusagen der klimawissenschaftlichen Institution auch, dass wir das am Hans-Otto-Theater etablieren können und auf der Schiffbauergasse mit der Fabrik und allem. Also es ist toll, dass wir da so einen künstlerischen Pool haben, dann eben den wissenschaftlichen Pool, dann gibt es ganz engagierte Leute, Fridays for Future und so weiter, und dass man wirklich zusammenkommt. Das Problem ist eben Corona. Also, dass wir es jetzt im nächsten Schritt wirklich, ich muss es akzeptieren, ich werde es jetzt auf Zoom verlegen. Die Hoffnung, dass wir uns real treffen können, ist jetzt einfach erstmal gestorben. Und von daher wir haben jetzt eine Weiterbildung in Zoom und werden das alles auf online, auf die Plattform verlegen. Ja, Frau Rieber, vielen Dank für den ersten Einblick. Herr Grundel, da muss doch bei Ihnen alles klingeln. Das ist doch toll, was die machen. Und wenn Sie an Ihr Desk denken, dann hat sie doch so einen Partner, eine Partnerin hier schon, die schon sehr, sehr weit ist, die sozusagen fast Beratung als Desk übernehmen könnte, so als Mini-Desk schon mal sozusagen implantiert werden könnte. Sehr gerne, natürlich begeistert mich das, weil ich schon der Überzeugung bin, dass es nicht Aufgabe der Politik ist, jetzt allen diese Haube überzustülpen, ihr müsst das jetzt machen. Und es ist auch in den einzelnen Institutionen eine Frage der Ressourcen, ob sie das leisten können. Und weil wir überzeugt sind, dass es da einfach eine zentrale Stelle geben müsste oder muss, die das bündeln kann, die das auch von den Einzelnen erstmal ein bisschen abfedert. Da spricht nichts dagegen, dass man dann auch wieder in den Kontakt mit den Best-Practice-Beispielen tritt. Aber dass man das institutionalisiert, auf Bundesebene ansiedeln, da bin ich sehr überzeugt davon. Und diese, was ich jetzt gehört habe, natürlich bestärkt mich das in dem. Ja, jetzt wäre meine Frage auch, wie weit Politik und so ein Helpdesk, den ich es mal gehen kann. Ich mache es mal an einem Beispiel, der ist ein persönlichen Beispiel fest. Ich habe einen Sohn, der ist 26 Jahre alt. Der ist freier Tänzer in der freien Szene, war jahrelang in New York und ist im vergangenen Herbst nach Berlin gekommen. Und hat ein bisschen also Projekte gemacht, nebenbei gejobbt, auch in der Kellnerbranche, weil er auch ein bisschen Geld verdienen muss, geht mit der Kunst alleine nicht. Der ist wahnsinnig viel gereist, weil diese Tanzszene international ist. Der hatte Auftritte in Mexico City und in Danzig und in Montreal und so weiter. Und er ist immer mit schlechtem Gewissen gereist, hat gesagt, ich kann es eigentlich nicht verantworten. Gleichwohl ist die Tanzszene, und das trifft für viele andere Kulturbereiche auch, global und international, ich muss es tun,
Dann kam der zweite Schlag Corona, gar nichts mehr. Weder in der Kellnerbranche noch vor allem in der Kunstbranche Auftrittsmöglichkeiten. Diese jungen Leute, Mitte des Lebens, engagiert, suchen Halt. Könnte so eine Initiative auch denen was geben? Es ist ja keine Corona-Hilfe, die sie anbieten. Das muss man, das ist eine Transformationshilfe, die sie. Aber wie weit könnte so ein Modell reichen und müsste man es nicht regionalisieren und runterbrechen dann auch, weil eine bundesweite Initiative natürlich schön ist, for the record schön, aber in der Praxis vielleicht gar nicht so weit reichen kann. Also müsste man nicht ganz unten und ganz oben vernetzen. Und wenn das ja, wie könnte das gehen? Also die Problematik sehe ich natürlich, weil der Kulturbetrieb, wie wir ihn sehen, wie wir ihn auch lieben, ist natürlich auch international aufgestellt. Und da will sich die Frage des Fliegens schon stellen. Aber ich will nochmal das verstärken, dass ich nicht die Aufgabe, auch wenn wir den Green Culture Desk hoffentlich bald haben, die Aufgabe der Kulturpolitik ist, in erster Linie Kultur möglich zu machen, nicht irgendwie dirigierend einzugreifen, du machst gute Kunst, also unter dem Gesichtspunkt, selbst da würde ich es nicht versuchen. Natürlich erlebe ich das aber auch so, dass die Akteurinnen selbst am meisten sich die Frage stellen, wie klimaneutral, wie klimaschädlich ist das, was sich mit meinem Job verbindet. Da muss man Kompromisse finden. Also ich glaube nicht, dass wir da Ausschließlichkeitsklauseln finden sollten. Muss es Möglichkeiten der Kompensation geben. Natürlich wird es eine gewisse Regionalisierung, wird sich nicht vermeiden lassen. Die Strukturen sind jetzt schon durch Corona erheblich gefährdet. Und ich glaube, man muss vieles auch wieder from scratch aufbauen. Und da geht es erstmal regional los, weil das natürlich die Pandemie die ganze Welt betrifft und da die Strukturen jetzt auch erstmal wegbrechen. Aber ich würde mich trotzdem nicht ins Boxhorn jagen lassen, zu sagen, auch der Green Culture Desk, wenn er vielleicht auch nicht in jedem Fall die ganz genaue Antwort hat. Sie haben es vorhin gesagt, wir sind spät dran. Das stimmt, aber wir machen uns jetzt auf den Weg und da wird man am Anfang auch nicht auf alle Einzelheiten die Antworten haben, also, sondern man muss losgehen und ich glaube, dass das die entscheidende Aufgabe jetzt ist. Ja, naja, klar, lieber zu spät als gar nicht. Das ist, finde ich, auch. Insofern freut es mich, ich habe alle Ihre Programme durchgeguckt und so weiter und habe sehr viel auch zur Kultur gefunden, aber ich habe so den Eindruck, dass in der Green Policy ein bisschen eine Fußnote, also jetzt Kultur auch. Aber deswegen fand ich es toll, dass jetzt mal ein explizites Papier gekommen ist, was sozusagen einer Deutlichkeit ist, die vorher mir ein bisschen gefehlt hat, weil ich dachte, die grüne Politik muss sich darauf die Kultur irgendwie auch beziehen, aber das kam eigentlich nach meiner Meinung nicht vor. Ich habe vorhin auch schon gesagt, das neue Grundsatzprogramm, was Sie jetzt verabschiedet haben am Wochenende, ist auch vieles zur Kultur, aber der Konnex Kultur und Klima findet auch da nicht im Papier statt. Herr Habeck hat gesagt, naja, das ist ja langfristig und so weiter. Also, aber warum gibt es da keine Verbindung? Sie haben vorhin die Musik angesprochen. Bob Dylan hat gesagt, don't look back. Also wir sind jetzt, also ich kann nicht erklären, warum das früher nicht geschehen ist, aber es ist auch früher was passiert. Es ist vielleicht nicht auf der Ebene angesiedelt gewesen, sondern ich glaube, in den Kommunen ist sehr viel passiert, auch von Grünen angetrieben, aber ich will das gar nicht parteipolitisch eingrenzen. Ich meine, REM haben Ende der 80er Jahre schon ein Album gemacht, Green hieß das. Und das hat sich thematisch schon mit diesen Sachen auseinandergesetzt. Und da ist natürlich viel Zeit vergangen und es hat natürlich diese Gesellschaft, Bewegung auch, die sich jetzt in Fridays for Future manifestiert hat, gebraucht, um das wirklich auch aus den Feuilletons rauszubekommen, sondern einfach auf Seite 1 der Medien zu kriegen. Und also wie gesagt, auch das Grundsatzprogramm, worauf Sie angesprochen haben, im Vergleich zum bisherigen Grundsatzprogramm ist Kultur geboostet, also richtig groß. Ja. Ja, da gab es auch keine Diskussionen. Ja. Es gab ja auf dem Parteitag 1000 Änderungsanträge zu Kultur, eigentlich nichts, sondern da ist sich die Partei einig. 69 Änderungsanträge, ja, habe ich gelesen. Ja, das ist viel. Harte Arbeit. Frau Aube, Sie haben vom Aufbruch gesprochen, den sehr plastisch geschildert in Potsdam. Gleichzeitig haben Sie als politisch Verantwortliche natürlich auch Verantwortung für Künstler und Künstlerinnen, die jetzt aktuell von der Krise betroffen sind. Denen können Sie zwar die Transformation hin zur Nachhaltigkeit erzählen, aber die haben möglicherweise andere Probleme. Wie halten Sie das zusammen, diese beiden Dinge? Durchaus. Also ich glaube, es sind unterschiedliche
Perspektiven, die wir aber miteinander verknüpfen müssen. Wir haben natürlich geschaut, unmittelbar nach dem ersten Lockdown, wie geht es unseren Künstlern? Wir haben Gespräche geführt und haben geschaut, welche Lücken gibt es, womit können wir euch wie unterstützen? Wir haben kommunal einen Corona-Hilfsfonds aufgelegt, wo wir gesagt haben, da wollen wir die Kultur, aber auch den Sport, der auch unter dem Thema sehr gelitten hat, entsprechend unterstützen. Da ist eine zweite Auflage im nächsten Jahr angedacht. Wir haben geschaut, was gibt es für kleinteilige Möglichkeiten, unsere Förderbedingungen zu verändern, dass man Projekte umswitchen kann auf digitale Formate und dadurch nicht den Anspruch verliert, dass man gefördert wird. Solche Schritte sind wir gegangen. Wir waren eine der ersten Kommunen, die gesagt haben, ja, wir wollen auch den Künstlerinnen und Künstlern Ausfallhonorare zahlen. Also haben auch die Solo-Selbstständigen in den Blick genommen, machen aber parallel auch Dinge, dass wir sagen, wir hoffen ja alle gemeinsam, dass diese Zeit auch zeitlich befristet ist und dann auch wieder eine andere Zeit kommt, die es uns auch wieder erlaubt, im analogen, im realen Raum Kultur zu erleben, und schauen beispielsweise unsere Förderrichtlinien für die Festivalförderung an und sagen, da ist ein Aspekt, wenn du von uns Geld haben willst, dann musst du uns auch aufzeigen, wie gehst du mit dem Thema Nachhaltigkeit um. So, aber uns ist durchaus bewusst, dass es im Moment an vielen Stellen auch existenzielle Sorgen gibt und dass für viele Künstlerinnen und Künstler, gerade in dem Bereich Solo-Selbstständig, das Thema ist, wie werden wir jetzt grüner oder wie können wir die Kultur klimaneutraler gestalten, Kür ist im Moment. Das ist völlig klar und ich finde es auch berechtigt, wenn es um existenzielle Fragen geht. Aber ich glaube, viele haben es im Hinterkopf, denken es mit, und es kommt auch eine Zeit, da können wir auch darauf wieder stärker den Fokus legen. Ja, da haben Sie eine wunderbare Brücke gebaut, denn ich wollte ohnehin auf das Thema, was lernen wir oder was können wir sozusagen konstruktiv, Krise und Krise ergibt vielleicht auch ein kleines Plus, wenn man mal genau hinguckt. Also ich sehe es bei uns in einer Institution, einem Sender, der sehr aufwendig produziert, der sehr aufwendige Strukturen hat, und wir machen eine komplette Revision gerade unserer Tätigkeit. Also können wir grün produzieren, was heißt das? Weniger Licht, weniger Strom, weniger Autos und Catering, man kann das durchspielen, das Haus selbst. Reisetätigkeit, Konferenzen, alles wird auf den Prüfstand gestellt. Das heißt, wir nehmen diese Krise auch als einen Impuls. Und das wäre jetzt sozusagen meine Frage, wo sehen Sie auch Chancen, auch für den Kulturbereich zu sagen, es ist auch, so hart es klingt, ein Weckruf. Also, dass immer so weitergeht nicht. Herr Habeck hat gesagt, eine neue Vernunft brauchen wir. Also weiter vernünftig agieren, aber wir müssen die Vernunft sozusagen nochmal neu applizieren und neu entwickeln und uns anders verhalten. Weniger ausbeuterisch, also nicht ziehen, die Sachen alle schnappen und dann verarbeiten und verbrennen, sondern vielleicht eine umgedrehte Haltung, die eine gewisse Demut, aber auch eine konstruktive sozusagen Vernunft enthält. Also konkret gesprochen, Corona als, ich wage es kaum zu sagen, Chance, aber es liegt auch in der Krise eine Entwicklungsmöglichkeit. Das würde ich Sie alle drei gern fragen. Wo sehen Sie Optionen, Frau Driemeier? Ich muss erst mal sagen, dass die Kultur ja anders als die WissenschaftlerInnen, die Leute auf so einer emotionalen Ebene erreichen kann, mit Empathie, Atmosphären und so weiter. Und mein Gefühl ist, dass die Leute, also die gesamte Gesellschaft, gerade offener ist für die Probleme oder sozusagen die Verbindung zur Natur. Also das ist sozusagen, wenn ich auf diese Weltklimatheater-Recherchereise nochmal eingehe, dass in Ländern, in denen der Klimawandel existenzielle Auswirkungen hat für die Leute, die ihren Lebensraum verlieren, die kein Trinkwasser mehr haben, deren Taifune so stark sind, dass sie einfach wirklich existenziell bedroht sind, das ist eins der Hauptthemen auf der Bühne, schon als ich diese Reise gemacht habe, 13, 14. Und ich habe das Gefühl, jetzt gab es in der ARD so ein Schwerpunktthema und das war alles, also auf einmal komme ich gar nicht mehr hinterher, das alles zu lesen und zu schauen, was für spannende Artikel dort sind und auch mit Fridays for Future und so weiter. Also mein Gefühl ist, dass ich zum Beispiel vor einem Jahr, hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, wie lässt sich schnell eine Veränderung herstellen, hätte ich nicht gedacht, dass von einem Tag auf den anderen aufgrund der Corona-Pandemie alle Geschäfte zu sind, der Flugverkehr lahmlegt und so weiter. Und auf einmal merken wir, bestimmte Veränderungen sind möglich. Ich musste irgendwie heute in der Bahn nochmal dran denken, dass vor ein paar Jahren, ja, oder 10 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, man nie gedacht hätte, dass in Restaurants nicht geraucht werden kann. Und dass einfach so bestimmte Dinge, dass KünstlerInnen auch dafür da sind, bestimmte Visionen aufzumachen, wie eine Gesellschaft sein kann. Wir können völlig fiktiv, im Gegensatz zur Politik, die das gleich alles begründen muss, erstmal eine Gesellschaft behaupten und gucken, wie könnte ein Zusammenleben existieren? Wie wollen wir leben? Und da sind die Künstlerinnen einfach existenziell wichtig, auch für unsere Gesellschaft, um diese alternativen
Lebensvisionen, ob es jetzt Dystopien, also oft werden ja in der Kultur auch Dystopien beschrieben, Utopien von Gesellschaft zu beschreiben und das zu nutzen, zu schauen, wie wollen wir als Gesellschaft leben. Und da war jetzt die Corona-Pandemie wirklich eine Pause, eine Zwangspause, in der wir jetzt überlegen müssen oder die Zeit auch nutzen müssen, wie gehen wir damit um. Weil im Gegensatz zu anderen Ländern ist sozusagen die fest angestellt sind im Kulturbereich, da ist mit Solo-Selbstständigen und so weiter, da so haben die Möglichkeit jetzt in der Zeit, uns mit diesen Visionen auseinanderzusetzen. Und das sollten wir nutzen. Bevor ich weiter an Frau Aubel weitergebe, diese Themenwoche, wie wir leben wollen in der ARD, die kommt aus Potsdam und Berlin. Denn die ist vom Rundfunk Berlin-Brandenburg verantwortet und gestaltet. Und auch die Alfred-Wegener-Expedition haben wir begleitet und dergleichen. Also deswegen, man kann übrigens dazu sagen, und das reflektiert das, was Sie auch sagen, nur mal jetzt zur Seite gesprochen, dass diese Themenwoche extrem erfolgreich gewesen ist. Wir haben wahnsinnig viele Leute, die das geguckt haben, die uns gefolgt sind, die bewegt sind. Also es war ja im ARD-Verbund, wir haben es ja in Radio und Fernsehen, alle Sender mitgemacht, aber wir waren die Federführer. Insofern haben wir auch als große Ermutigung gesehen, dass da gesellschaftlich sich gerade ein Häutungsprozess, ein Wandel passiert. So, Werbeblock zu Ende, Frau Aubel. Ja, die Chance liegt meines Erachtens zum einen ganz klar in dem Thema Digitalisierung, wobei da die Erwartung mit einhergeht zu sagen, wir filmen jetzt nicht das ab, was sonst auf der Bühne oder in der Galerie oder im Museum passiert, sondern da die Chance zu nutzen, neue Formate zu entwickeln, gerade auch partizipative Formate, um auch andere Zielgruppen zu erschließen. Das ist für mich eine Chance. Eine Chance ist auf jeden Fall, dass wir dadurch, dass Kultur derzeit nicht stattfindet, sie anders wertschätzen und ihr auch nochmal eine höhere Bedeutung beimessen. Und gerade für mich jetzt auf kommunaler Ebene, dass wir zu einem Zustand kommen, in dem Kultur und die Finanzierung von Kultur nicht mehr eine sogenannte freiwillige Leistung ist, sondern pflichtig wird und im Haushalt verankert ist. Und natürlich habe ich die ganz große Hoffnung, dass wir vielleicht in eine ähnliche Situation kommen wie zu Beginn der 1920er Jahre, nachdem die spanische Grippe überstanden war, dass es wirklich so einen Kulturburst gibt, also ne, so einen Kulturrausch, dass die ganze Kreativität sich dann Bahn bricht und dann natürlich auch wieder ganz viel Innovation, auch für unser heutiges Thema Klima und Kultur. Ja, dann können wir hoffen, dass diesen Sommer spätestens der Burst losgeht. Wir werden es hoffentlich erleben. Herr Grundl, was lernen wir? Was gibt es Positives aus der Corona-Krise, was wir mitnehmen und aufheben sollten im Hegelschen Sinne? Also auf Kultur bezogen definitiv, dass wir daran arbeiten müssen, dass es eben aus den Feuilletons rauskommt. Auch es soll natürlich im Feuilleton bleiben, aber dass es auch nach vorne dringt, dass dieser Prüfstand, auf den alles gestellt wird, auch dauerhaft ist. Dass wir das einfach ständig hinterfragen. Und das, was Frau Aube gesagt hat, mit den Möglichkeiten, die dann sich im Kulturbereich bietet, ich vergleiche das mit, also nur ein Geisterspiel im Fußball, da stellt man schnell fest, das ist langweilig. Das erreicht die Leute auch nicht. Die Einschaltzahlen gehen nach unten. Aber im Kulturbereich hast du viele Möglichkeiten, da mit Einspielern einfach neue Formate zu entwickeln, dass einfach, ich sage jetzt mal, eine Übertragung aus der Met in New York zu Hause gesehen werden kann, aber nicht nur einfach das so, ich bin halt nicht da, sondern einfach da Neues entwickeln. Und da freue ich mich eigentlich drauf, dass viele Leute sich da Gedanken machen und aus der Politik natürlich das zu befördern und zu unterstützen. Ja, ich gucke mal in Richtung Regie. Wir haben auch möglicherweise Fragen von Publikum. Dann wäre jetzt der Punkt, die aufzurufen. Es gibt eine Frage, und zwar an Herrn Grundl, die sich an die Bemerkung von Frau Driemeier anknüpft. Wann hat man schon mal Zeit im Theaterbetrieb, 1,5 Jahre zu recherchieren? Die Frage lautet, wie können wir Entschleunigung im Kulturbetrieb zugunsten kontinuierlicher Kooperations- und Reflexionsformate fördern, weg vom permanenten Überproduzieren der jeweils nächsten Premiere und so weiter? Wie zu erwarten, sehr große Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier die allumfassende Antwort drauf habe. Aber ich glaube, wenn man jetzt das betrachtet, wie wir versuchen, auch in dem 10-Punkte-Plan das zu etablieren, dass es so eine Art Kurzarbeitergeld oder eine soziale Absicherung für Solo-Selbstständige, sehr viele Künstlerinnen und Künstler sind da dabei, zu ermöglichen, dass man dem auch Rechnung trägt, dass Kultur nicht aus dem entsteht, dass man ständig agiert, sondern auch, dass die Reflexion
ganz entscheidend ist. Und da hätte ich die Hoffnung, dass man dadurch auch ein bisschen so die Möglichkeit schafft, Atem zu holen und nicht eins ins andere gehen muss, sondern dadurch denke ich auch, dass man wirklich auch wieder neue spannende Kulturprojekte starten könnte. Vielleicht nehme ich die Frage auf, weil sie eine wirklich kluge Frage ist und gebe sie eine Art Schlussrunde an Sie auch weiter. Stichwort Entschleunigung, Zeit für Reflexion, anderes Tempo, anderes Bewusstsein in der künstlerischen Verarbeitung, in der Gestaltung, in der Präsentation von Kunst, in der Entwicklung. Frau Aue, leuchtet Ihnen das ein? Würden Sie das sagen, ist eine der Lehren, die wir daraus ziehen? Es könnte eine Lehre sein, so würde ich sagen. Also es macht sich ja die generelle Kritik breit im Hinblick auf die Wirtschaft. Warum immer höher, schneller, weiter? Warum immer nur den Fokus auf das weitere Wachstum? Kann es da nicht andere Indikatoren geben? Und ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, zunächst einmal die Frage sich bewusst zu stellen. Und auch gerade so, wie sie von einer Zuschauerin, einem Zuschauer gestellt worden ist. Was bedeutet das für die Produktion? Muss es da auch ein höher, schneller, weiter geben? Und ich glaube, wir sind im Moment in so einer Zäsur, wo die Frage da ist und wir Antworten darauf finden müssen und sollten. Frau Dremer, Sie haben ja die Frage ausgelöst. Jetzt dürfen Sie auch antworten. Ich finde, man muss bedenken, wenn sich ich spreche jetzt mal vom Kulturbetrieb, nachhaltig mit seinen Themen auseinandersetzt, reflektiert, wie können wir bestimmte Dinge besser produzieren, nachhaltiger produzieren, das wieder in Wertstoffkreisläufe geben und so weiter, dann höre ich in den Gesprächen bei uns ganz konkret im Haus, wir wollen das und uns fehlt immer die Zeit. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, dass diese Wertigkeit, bestimmte Dinge nachhaltig zu produzieren, sie weiterzugeben, auch einfach arbeitet bedeutet und dass man das reflektiert und auch als eine Wertigkeit in dem Kulturbetrieb ansieht. Also nicht nur, also auf einer Ebene eben die inhaltliche Auseinandersetzung, aber auch das Wissen, dass es einfach Arbeit ist, die auch einen Wert hat und die nicht immer auf der persönlichen, privaten Engagement von einzelnen Leuten steht, sondern dass es institutionalisiert wird in den verschiedenen Kulturbetrieben bundesweit, nicht nur eben in Potsdam, sondern bundesweit. Und mein Wunsch wäre eben beispielsweise, dass solche Themen auch in IntendantInnen-Ausschreibungen und so weiter, also nicht wie viel schafft man, wie viel mehr, welche Zusatzveranstaltungen, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel, sich nicht nur inhaltlich auf der Bühne spiegeln, sondern wirklich, wie die Themen Gender, Diversität auch in dem Produktionsbetrieb als solches zeigen. Diese ja auch, um diese Schlussrunde noch etwas zu verlängern. Sie haben es angesprochen, Frau Aubel, dass wir bei Fördermaßnahmen, bei Bewerbungen, bei Einstellungen, bei Neuschaffung von Institutionen einen Kriterienkatalog, der auf Nachhaltigkeit, Entschleunigung, Klimaeffizienz und so weiter angelegt ist, mit aufnehmen. Sehen Sie das passiert das schon? Müsste man das noch mehr fördern oder kann man es politisch auch pushen, dass man sagt, also Institutionen haben da sozusagen eine Art von Katalog, den sie betrachten sollten? Also man muss es auf jeden Fall pushen. Also ich habe vorhin damit kokettiert, ich bin seit 3 Jahren im Bundestag für Kulturpolitik zuständig und gerade die Frage der Gendergerechtigkeit, ich glaube, da wird mir niemand widersprechen in den Verbänden. Kultur ist in Deutschland bisher leicht macholastig, jetzt einfach, oder männlichkeitslastig und das, da muss auf jeden Fall rangegangen werden bei den Förderkriterien natürlich. Ja, Frau Aube, Sie hatten es ja auch schon angesprochen, dass Sie es konkret in Potsdam auch. Genau, wir machen es in den ersten Programmen, haben wir es verankert als ein Kriterium, das erforderlich ist. Wir würden es natürlich gerne auch stärker mit finanziellen Anreizen untersetzen, weil bestimmte Dinge führen natürlich auch zu einem Mehraufwand, der dann auch finanziert werden muss. Und das würden wir gerne in einem zweiten Schritt tun und das auch weiter auf kontinuierlich alle Förderprogramme ausdehnen. Und ich finde die Idee sehr gut, auch zu sagen, wir schauen direkt bei Stellenausschreibungen beispielsweise, dass wir auch Persönlichkeiten finden, in deren Haltung das auch direkt verankert ist. Ja, bitte. Das passt, da gibt es nämlich noch eine Frage, und zwar an Frau Driemeier. Wenn Kulturanbieter sich an der Klima-AG, die Sie beschrieben haben, beteiligen wollen, wie können Sie da mitmachen und einsteigen? Soll ich jetzt hier meine E-Mail-Adresse nennen? gerne einfach mir eine Mail schreiben, so.
N. Riemeier als Hans-Otto-Theater.de, ich sag's jetzt mal. Und dann nehme ich das in die Liste auf und wie gesagt, es ist jetzt geplant, wahrscheinlich Anfang Februar, einfach sozusagen die nächste Veranstaltung im Zoom-Kontext zu machen und wir stellen das eben größer auf. Also das ist wichtig, dass erstmal dieser G dafür da ist, rauszufinden, was sind die Themen, die die Leute beschäftigt. Und im nächsten Schritt ist das, was ich benannt habe und ich würde da gerne weiter auch nachher noch sprechen, eben im Kontext von, wie können wir das jetzt institutionalisieren? Also dass ich eben nicht meine private E-Mail-Adresse, nicht privat, also beruflich sozusagen nenne, sondern dass es eine Website gibt und der man einfach schauen kann, ah, da und da kriege ich die Hilfen und so habe ich das ja auch verstanden, dass das unterstützt werden soll und dann kann ich gucken, ah, ich suche KünstlerInnen, die zum Thema arbeiten, dann ist das wie beim Goethe-Institut mit einer Liste von KünstlerInnen, ah, ich möchte mich informieren, wie ich meinen Stromverbrauch reduzieren kann, dann stehen die Institutionen, die ich vielleicht einladen kann für eine Weiterbildung, dann frage ich sozusagen vielleicht bei der Kulturstiftung des Bundes, beantrage ich den Fonds, der dafür zuständig ist. Also das ist jetzt, diese AG ist wirklich der Anfang für etwas Größeres und das soll in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes und dem Bühnenverein in diesem Fall ganz konkret stattfinden. Es ist aber auch so, dass natürlich auch andere Institutionen sich melden können. Also sozusagen, wir haben ja verschiedenste Leute dort. Also wenn jetzt die KollegInnen aus Museen und Orchestern und so weiter dabei sein möchten, dann auch gerne das. Aber es ist schön, ich merke die Nachfrage, ich habe letztes Mal gar keine Werbung gemacht und wir hatten nur unter dem internen Kommunikationsmuster hatten wir 60 Anmeldungen. Und da habe ich gemerkt, okay, also wenn, dann brauche ich weitere ModeratorInnen, die das betreuen, dass man die Leute aufteilt und verschiedene Optionen hat, dass sich wirklich die Leute auch austauschen können. So, außerhalb der AG, das wäre mir wichtig. Sehr schön. Damit hätten wir ja schon ein Potsdam Green Culture Desk, was sich gerade entwickelt. Und da sich Frau Orbel, Frau Driemeier darüber ausführlich unterhalten wollen, wollen wir diesem Gespräch jetzt nicht mehr im Wege stehen, sondern schließen die Runde. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme, für den Input, für das, was Sie uns auf den Weg gegeben haben, viel zu denken, zu nachdenken und vor allem ein positiver Impuls, den ich verspürt habe. Und das finde ich toll. Herzlichen Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.